Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Stompians. Es geht weiter mit meiner Karriere. Borussia Mönchengladbach. Ja, warum hat es so lange gedauert, die zweite Folge? Das ist, ja, ich möchte ein bisschen EA flamen. Die haben mir nämlich mit der tollen Cloud-Sicherung ein Savegame zerschossen. Deswegen musste ich jetzt neu starten. Ich hatte schon Folgen 2 bis 5 fertig. Ja, starten wir halt nochmal von vorne, ne? Die erste Folge ist ja schon hochgeladen, also brauche ich nicht mehr viel über das Team sagen, sondern wir gehen direkt in den spannenden Teil. Wir gehen direkt in Transfers. Fangen wir natürlich an mit Mbolo. Den haben wir gesagt, den möchte ich haben, den werde ich mal anfragen. Der ist nur jung. Versuch mal eine freundliche 8 Millionen Offerte. Also legen wir mal hin, schauen wir mal, was passiert. So. Dann habe ich da noch einen Kollegen, den ich interessant finde. Und zwar... wo ist er hier? Den hier. Gonzalo Guedes. Absolut Beast. Ja, also wenn man sich mal auf So FIFA zum Beispiel sein Potenzial und so weiter anguckt. Also aus dem kann richtig was werden. Zudem linkes Mittelfeld. Ich glaube, der kann auch rechtes Mittelfeld spielen und vielleicht sogar ZM. Da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber ich meine, linkes und rechtes Mittelfeld hat er drauf. Und das ist was für uns. Ja, das ist ganz klar. Damit können wir was machen. Wir spielen mit Mittelfeldern. Also spielen linkes und rechtes Mittelfeld. Ja. Der ist auch noch Blutlung. Benfica. Versuchen wir es mal mit 3 Millionen. Wahrscheinlich werden die uns einen husten. Aber wir können es ja mal probieren. Ja, da haben wir schon mal zwei Talente angerissen, die ich gut finde. Und jetzt gucken wir mal bei einem, den hat wahrscheinlich nicht jeder auf dem Plan. Und zwar ist das Sadio Mané. Ich brauche halt auch mal jemanden, der schon ein bisschen was erlebt hat. Ja, der auch, den ich nicht so lange aufbauen muss. Und wenn wir uns hier mal seine Stats angucken, da rechts, Antritt, Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit, Balance, Dribbling, ja, der Kollege hat es schon drauf. Ist auch erst 23, also der ist noch ausbaufähig. Da können wir sicherlich was machen. Ja. Wert 12 Millionen, sagt der Scout. Also da müssen wir wahrscheinlich ordentlich in die Tasche packen. Wir probieren es einfach mal erstmal mit 10 Millionen und schauen mal, was passiert. So, ja, dann haben wir den ersten Teil schon mal quasi erledigt. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal hier auf die Transfers. Ja. Wir haben 26 Millionen ungefähr, haben wir da. Mannschaft stellen wir auch noch mal kurz. Ja, ein bisschen kurz auf ein bisschen was oben. Eigentlich mag ich den. Wo kann er denn überall spielen? Der kann auch das ZM spielen und RM. Dann kommt er mal für Nordfide rein. Daud muss leider auf die Bank. Johnson, ist das nicht der Rechtsverteidiger? Jo. Aber dann haben wir Korb. Korb ist eigentlich schon gar nicht mal schlecht. Schulz auf die Bank. Du kommst auch auf die Bank. Dominguez kommt auch rein. Ja, Brauers kann sich, glaube ich, komplett verabschieden. Ich mag ihn zwar, habe ich schon mal erwähnt, aber nee. Ich plane einfach nicht mehr mit ihm. Der ist auch schon alt und der hat nur ein Jahr Vertrag, glaube ich. Ja. Brauers. Auf die Transferliste. Weg mit dem. Haben wir noch irgendwie so einen alten Knacker? Ah, Wendt, aber der geht noch, der hat noch ein paar Tage. Raphael hat auch noch, die kann ich einfach noch nicht verkaufen. Mangels Alternative geht halt einfach nicht. Den würde ich eigentlich auch gerne verkaufen. Mal gucken, ob ich da was kriege. Erstmal machen wir Übungen. Das ist nämlich neu quasi im Karrieremodus von FIFA. Man kann sich jemanden aussuchen von seinen Spielern, Flügelspieler, Stürmer, Mittelfeld, bla 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 bla. Und kann die trainieren lassen. Wir nehmen hier zum Beispiel mal Togan Hazard.
Und wir können uns überlegen, was machen wir? Machen wir Turbo-Dribbling, wir sehen da unten rechts, wie sich das verhält. Ich nehme jetzt einfach mal schwer, ja, ich erwarte mal jetzt mal was von dem Kollegen. Ich erwarte auch eigentlich von allen meinen was. Ja, auch von dir erwarte ich mal, dass du schwer schaffst. Schade, dass Chaka nicht geht. Warum noch nicht? Also, es gehen alle grundsätzlich. Aber warum hat er hier vielversprechender Spieler und er nicht? Wahrscheinlich, weil er schon zu hoch im Rating ist. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Was Interessantes. Ah ja, guck mal hier, der Herr Korb. Der mit dem plane ich auch. Auch ein Torwart vielleicht. Naja. Dann nehmen wir hier Nordweit. Ah, der wird auch eine wichtige Rolle bei uns spielen. Und wenn wir dich schon abgeben, dann wenigstens vernünftig. Wir könnten die Übungen alle selber spielen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Weiß ich nicht, ob wir das machen sollen. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren lassen, ob wir das mal machen sollen. Ich simuliere jetzt erstmal alles. So. Ja, Hazard hat ein klein bisschen versagt. Dafür scheinen Korb und Nordwald die ganz gut. Ja, man sieht halt, dass die... Man sieht halt quasi, dass das Level, wenn man so möchte, dass es fortschreitet. Hier bei dem Kollegen sieht man das ganz gut hier. Der ist kurz vor einer 71. Wenn ich ihn jetzt also jede Woche schön weiter trainiere, wird er halt von 70 auf 71 steigen. Unten die Stats verbessern sich ebenfalls, wie jetzt bei dem Fall. Stellung, Spiel, Abschluss und Schusskraft. So können wir ja halt individuell, wenn ich sage, okay, ich habe hier einen, der kann eigentlich schon gut Freistöße schießen, da kann ich ihn darauf spezialisieren, wenn ich das möchte. Und ist auch eine schöne Idee, eine schöne Art, um deine Spieler weiterzuentwickeln. So, abgelehnt. Ist zu wertvoll. Die wollen für Mané 22,5 Millionen. Ja, hat sich erledigt. Aber bei Embolo, da machen wir doch noch was. Komm, machen wir 11 Millionen, legen wir mal auf den Tisch. Weil wir brauchen, ich hätte gerne echt einen neuen Schirmer. Ich brauche einen neuen Stürmer und der kann auch noch rechts Mittelfeld spielen. Oh, Benfica akzeptiert schon 3 Millionen. Also, falls ihr den auch mal kaufen wollt, fangt mal mit 1 Million oder so an. Scheinbar habe ich gerade ein bisschen was Geld schon in den Sand gesetzt. Aber komm. Er möchte 4 Jahre 20.000 verdienen. Gut, machen wir. Aber dafür möchte ich 5 Jahre halten. Rolle gebe ich dir erstmal keine. Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du ja meckern. So, Sau möchte spielen, ja. Sau, du spielst bei mir leider überhaupt gar keine, Rolle, danke. Deswegen, ja, so. Nächstes Spiel, also erstes Spiel, bin schon ein bisschen nervös, mal ein bisschen spielen. Müssen wir unsere Aufstellung ändern, weil Rafael ist, glaube ich, bei der Copa America. Empfohlene Ersatzspieler. Ja, nehmen wir. Patrick Herrmann kann. Rafael muss also weg. Dafür nehmen wir mal Nico Schulz. Und Johnson kann auch nicht. Dafür nehmen wir Sau. Vielleicht können wir den sogar mal einwechseln. Wobei. Naja. Naja, wir werden mal sehen. Wir können noch André Hahn im Sturm stellen, ne? Das gefällt mir vielleicht besser. Ja, mal testen. So, dann lassen wir die Jungs mal ein bisschen spielen. Ja, das erste Spiel, das werden wir noch spielen, ja. Das erste Spiel spielen wir. Falls aufgefallen ist, wie gesagt, ich musste leider das Safe Game neu anfangen. Darum eine andere Gruppe. Ich habe versucht, denselben Cup zu kriegen. Ich habe halt Liverpool nicht in der Gruppe. Die werden halt später kommen. Aber die sind auch wieder dabei. So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, alles klar. Oh, na toll, es regnet. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Oh, ich habe einen Kommentator noch ziemlich laut. Ja. So, fangen wir mal einfach an. Wir spielen gegen Athletic Bilbao.
Jager. Hoppala. Einwurf. Ja, FIFA 16 hat sich meiner Meinung nach schon stark verändert im Gegensatz zu FIFA 15. Das Turnier ist top besetzt. Insofern freuen wir uns drauf. Du kannst die Leute nicht mehr einfach so überrennen, finde ich. Weil ich früher gerne, also muss ich mich ja ein bisschen outen. Ja, ich war früher auch so eine kleine Pace-Schlampe und bin halt sehr, sehr viel, bin ich halt übers Laufen gekommen. Nicht so wirklich über den Spielaufbau, so wie man es mittlerweile tun sollte. Aber wir gucken mal. Wir haben ja hier mit Hermann auch noch einen, der mal ein bisschen, der mal ein paar Meter machen kann. Aber nicht so. Jetzt wird es Einwurf geben. Dass wir vielleicht trotzdem, zumindest über der Außen, noch immer ein bisschen mit Speed angeflogen kommen. Mal ein Oh, Korb, sehr offensiv hier. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Da wechseln sie schön die Flanke. Mikel Rico. So. Nochmal, machen wir erstmal kurz gezeigt, dass wir auch noch mitspielen, weil wir da am Start sind. Valenciaga. Aber so wie der Computer das macht, das ist halt. Eigentlich ist es genau richtig. Schön versuchen, die Lücken zu bauen. Janschke. Und eigentlich nicht so hastig, wie ich das hier mache. Er kommt an den Ball. Ja. Ecke? Der Ball ist im Tor aus, es Nein. gibt Ecke. Oh, doch. Okay. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir da haben wir wohl eine Ecke. Unserem trockenen Kommentatoren-Kampf. Malango! Yo! Da kriegen wir direkt mal ein wunderschönes Törtchen rein. Das hat geknallt. Das war schön gemacht. Ja, mein Verteidiger springt unten drunter weg. Und er geht halt das volle Risiko und nimmt einen Shea-Volley mit. Klatscht oben in den Winkel. Da hat Sommer überhaupt nichts zu machen. Wollen wir doch mal schauen. Oh, mit Traoré. Versuchen wir mal Meter zu machen. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Werde ich direkt erstmal weggehauen. Gucken wir mal. Schuss! Ah, kommt da noch einer von uns ran? Ne, schade, Ecke. So, versuchen wir doch mal, die ein bisschen reinzukriegen. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Ganz starke Flanke. Mhm. Weiterer Eckball für Sie. Weitere Ecke, probieren wir es natürlich. Diesmal machen wir mal ein bisschen weiter in der Mitte. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Zu mittig. So, den klären wir erstmal ins Aus. Mit einem Einwurf. Ja, ist natürlich super. Erstes Spiel in dem Cup. Gegen eine direkt, ja, nicht so ganz schlechte Mannschaft. Und ja, ich bin direkt erstmal hinten. Wendt. Da stand er gut. Aha. Gibt Freistoß. Okay. Da habe ich wahrscheinlich den Körper etwas zu weit eingesetzt. Mikel Rico. Aha. Da müssen wir ein bisschen aufpassen über den Kollegen. Ja. Der Verteidiger stört ihn. Da kommen wir leider nicht vorbei. Eigentlich müsste ich mal ein bisschen versuchen, das Spiel zu beruhigen. Es sieht ja gar nicht hier. Valenciaga. Ja, Bilbao drückt uns hier quasi ihren Stempel auf. Na klar, sie führen. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Bleiben wir erstmal schön hängen. Wendt. So, jetzt haben wir ein kleines bisschen Raum gehabt. Gucken wir mal. Ja, kommen wir direkt nicht durch. So, den holen wir ab. Chaka. Er hat den Ball. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Lass mal den Hermann mal ein bisschen laufen hier. Schön. Flanke nach innen. Und da ist es. Super Timing, da haben wir es.
haben wir direkt das 1:1 kurz vor der Pause. Schön. Wer war's? Ich glaube André Hahn. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich ja, noch mal an. Schön über die Außen. Das ist auch so ein kleines bisschen der Gameplan, den ich haben muss. Weil die doch im Zentralen sehr, sehr, sehr eng stehen. Schön. Hat sich doch gelohnt, dass wir ihnen den Vorzug gegeben haben. Nach der schönen direkten Bude. Ja, damit gehen wir mit einem 1:1 in die Pause. So. Jetzt wollen wir mal kurz ein kleines bisschen den Kommentator etwas leiser. Dann machen wir weiter, weil mich das sehr irritiert, weil ich nicht reden kann, während Buschi labert. Ja, so, machen wir mal weiter hier. So. Hoppala. Stindl. Ah, da wollte ich zu viel. Oh, jetzt müssen wir hier mal aufpassen. Schön abgelaufen. Ach! Jetzt ist aber ein bisschen zimperlich. Und dafür auch noch einen Karton zu zeigen, wäre eine Frechheit. Ja, im Nachpacken hat Sommer ihn. So. Aber wir sind direkt am Start wieder. Hey. Da war hängen geblieben an dem Kollegen. Jetzt ist die Kugel weg. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, wollte ich mich vorbeischlängeln. So, Wendt muss am Start sein. Den Raum machen wir dicht. So. Ach, ich wollte zu Chaka spielen. Hat nicht funktioniert. Ups. Oh. Wir haben jetzt aber auch noch richtig Dusel. Das zweite Mal. Eieieiei. Keine Möglichkeit für uns. Müssen wir aber wirklich aufpassen hier. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Das 1:0 ist ja auch nach einer Ecke gekommen. Ah, den hat Jan. Den hat Kollege Sommer. So. Oh, schön dem. Das öffnet natürlich. Wir ziehen einfach mal ab. Oh, und da macht Drimmitsch schön das Törchen. Da ist die Führung. Da freut er sich natürlich auch. Und macht einen schönen Tanz. Ja. Schwein gehabt. Ja. Hätten 2:1 hinten liegen müssen fast. Und im Gegenzug schießen wir das 2:1. So ist Fußball. So. Jetzt sollte es eigentlich weitergehen. In die richtige Richtung. Wir können dann gleich machen wir mal Auswechslungen. Und zwar bringen wir Nordfall und wir bringen Hazard. Und Drimmitsch ist schon ein bisschen müde, den wechseln wir auch aus. Den Torschützen, der uns gerade in Führung brachte. So. Dann werden wir jetzt erstmal schön wechseln. Oh. Kommentatoren reden ein bisschen über den Wechsel von Cech nach Chelsea. Nach Arsenal von Chelsea. Och. Oh, da bin ich den ungeschickt angelaufen. Ja. Muss ich mir... Oh Gott. Jan Hahn. Jan Hahn. Jan Sommer natürlich. Am Start. Ganz wichtig für uns. Schon wieder am Start. Jetzt ist er... Hat er aber Bock, Spieler des Spiels zu werden.
So. Nordfight am Start. So. Hahn. Oh. Flanke kam überhaupt nicht durch, wurde abgeblockt. Mist. Da wollte ich ihn eigentlich gemütlich durchstecken. Was macht er denn? Wendt läuft nicht über die Außen, schade. Schön, Nordfight am Start. Chaka. Ah, viel zu zentral. Schade. Aber guter Versuch. Wir versuchen es, die Führung natürlich auszubauen. Ganz klar. So. Nordfight. Da ist es. Da ist es. Das sollte der sichere Sieg sein. In der 90. Klar. Das war's. Erster Sieg für uns. Sieht nach ein bisschen nach Ersatzkeeper aus. Also den weiß ich nicht. Den hätte man noch mal halten können. Tja. So starten wir direkt mit einem Sieg. Natürlich noch nicht vorbei, aber ja, da pfeift er hin. Ja, schön. Wir starten mit einem Sieg. Habe ich gar nicht erwartet. Weil ich in diesem FIFA überhaupt nicht so besonders gut klarkomme. Aber gut. Wir starten mit dem Sieg. Patrick Herrmann war unser Spieler des Spiels. Hat der die Flanke zum 1-0 gegeben. Super, so können wir doch anfangen. Unser Scout erzählt ein bisschen. Felix Platte. Ja. Was ist Stürmer? Und was ist mit Defensive? 1 bis 99, was ist da los? Herr Scout, was ist das denn? Naja. Wird eh niemals bei uns spielen. Wegen diversen Gründen. Gut. Ja, schön. Die nächsten, wir nehmen einfach nur die gleichen und lassen sie nochmal die gleichen Übungen machen. Ziehen wir einfach nochmal durch. Mal gucken. Aha. Dremic hat aber mal richtig einen rausgehauen bei Standardsen-Erarbeitung. Der sieht so aus, als möchte der Kollege doch spielen. Das möchte er bleiben. Deswegen, weil er wird ja bleiben. Nur halt auch Stammelf. So, was haben wir hier? Basel akzeptiert. 11 Millionen für Embolo. 8 Millionen war viel zu wenig, aber bei 11 machen wir sofort. Erklär mir einer die Schweizer neutralen Kollegen. So, dem müssen wir auch eine Rolle geben. Und er ist ein wichtiger Stammspieler, ist vielleicht übertrieben mit Dremic und Raphael. Also zumindest Dremic performt ja. Wir machen Rotationsspieler. Mal gucken, ob ihm das reicht. Und ich muss mal nachbessern. Oh, und Kollege Guedes akzeptiert. Kommt sofort rein. Nehmen wir. Für 3 Millionen machen wir da überhaupt nichts falsch bei dem jungen Mann. So, schön. Schauen wir uns den doch direkt mal an. Startet mit einer 70, auch nicht schlecht. Man sieht, es ist halt ein Läufer. Ne, dribbeln und Fernschüsse sticht schon heraus. Das ist sehr interessant. Auch Schusskraft ist am Start. Da, LMRM. Also kommt über die Außen. Ja, bin gespannt. Eigenschaften hat jetzt schon Distanzschüsse. Also das scheint ein ganz interessanter Kollege zu sein. Den nehmen wir auch für Nico Schulz. Der tut mir echt irgendwie leid. Heißt du überhaupt Nico? Heißt du Nico? Steht ja gar nicht. Tja, jedenfalls, Schulz ist so ein klein bisschen der Gesaubeutelte. Weil der wird ihnen halt sofort den Schneid ablaufen. Kann vielleicht noch über die Linksverteidigerposition kommen. Wendt ist ja schon ein bisschen älter. Dann nehmen wir den Schulz einfach mal dahin. Für das nächste Spiel. Dominguez. Hat einen Daumen hoch runter. Dann kommt da mal der Kapitän. Der alte Mann. Kollege Stanzel. Oh. Gucken wir mal. Jetzt, dann haben wir das schon mal geklärt. Was sagt denn unsere Kohle nach Embolo? Haben wir auch nur noch 11 Millionen oder so.
Na, müssen wir erstmal schauen. Na, mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo was Günstiges schießen können. Was die kommende Partie angeht. Ja, das ist schön. Dann machen wir das auch. Dann darfst du direkt mal ran von Anfang an. Du wolltest, du kriegst. Ja. Ja, wir nehmen Wendt noch mit rein. Sau, tut mir leid, ich hab dich überhaupt voll und ganz vergessen. Nordfight hat auch einen Fuß nach oben. Dann lassen wir mal so spielen. Hazard dafür Traoré von Anfang an. Mal ein bisschen durchwechseln hier. Und dann simulieren wir die Partie mal gegen Trabzonspor. Trabzonspor. Ich bin nicht so mit Namen, ist halt mein Tod. Lass mal schön simulieren, mal gucken, was passiert. Natürlich wäre eine Niederlage jetzt richtig bitter. Bislang passiert gar nichts im Spiel. Nicht mal eine gelbe Karte, nicht mal eine Out, nichts. Ah, Hazard trifft, schön. Gut, dass wir ihm das Vertrauen gegeben haben. Drimmitsch kommt für Hahn. Janschke holt sich eine gelbe ab. Ah, Guter macht das Tor. Der wollte spielen, hatte seine Chance gekriegt. Dominguez kommt noch für Korb. Und dann ist vorbei. Schöner 2-0-Sieg. Gefällt mir. Bin ich stolz auf die Jungs. Ibrahim Traoré, ich mache mir Gedanken, Trainer. Weil du jetzt einmal nicht gespielt hast, machst du dir schon Gedanken, Alter? Ernsthaft? Vielen Dank für Ihr offenes Ohr und den Platz im Kader. Wenn ich in Form bin, das rechne ich Ihnen hoch an. Ja, gerne. Ja. Was performt, wer performt, der darf auch mal spielen. Ja, Mediengerüchte. Ich will dich nicht abgeben oder so. Ich möchte eine größere Rolle spielen. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Aber dann bist du wichtiger Stammspieler. Und wirst du wahrscheinlich eh sein, weil ich dich, hype, weil ich ein Fanboy bin. So, Stoke. Aktuell ist aus Deutschland. Ja, wenn ich das schon sehe, wir sollten uns vielleicht mal folgende Spieler angucken. Zlatko Junosovic, Ilkay Gündogan und Xabi Alonso. Wie soll ich die denn bezahlen? Ich könnte noch nicht mal das Gehalt von denen bezahlen. Naja. So, dann simulieren wir auch das nächste Spiel gegen Stoke. Wir haben die Aufstellung nicht verändert. Gut. Versehen, da sagen wir jetzt einfach mal, never change a winning team. Nordfight verletzt sich direkt. Hazard wieder schön mit dem 1-0. Hazard macht es 2-0, weil er einen Elfmeter kriegt. Und Sidwell kriegt eine rote. Schön. Hermann auch direkt am Start mit dem Tor. Belohnt sich auch mal für gute Leistungen. Das gefällt mir. Crouch kommt. Also da wird richtig viel durchgewechselt. Ist ja auch keine Begrenzung. Drimmitsch trifft auch. Schön. Shaqiri auch gekommen. Hat nichts gezeigt. Ja. 4-0 Stoke abgeschlachtet. Ja. Ja, gönn ich mir mal, ne? Transferangebot für Brauers. Ist mir egal. Bitteschön. Nehmt mit. Wir werden hier ein Kind für die Abwehr holen, ein Talent. So, Transferangebot haben wir. Turnierpreis gibt 2 Millionen dazugekriegt. Schon mal sehr schön. Gebrochener Knöchel. 7 Wochen. 7 Wochen. Ey, das ist aber jetzt auch wieder... Boah, das ist wohl die absolute Verreudung. Gut. Tja. Ja, Daud. Das wird quasi dein Einsatz. Unglaublich. Wie viel Pech können wir haben? Ja, traurig. Ich würde dich ja spielen lassen grundsätzlich, aber ich kann nicht. Hazard schießt Tore wie ohne Ende. So. Trotzdem darf Drimmitsch spielen. So. Müssen wir wieder Training machen. Diesmal ändern wir mal ein bisschen. Und wir simulieren noch ein bisschen. Nee. Baller. Nee, wir machen Training neu. So, wir nehmen Drimmitsch natürlich wieder rein. Wir nehmen... Dich nehmen wir auch mit rein. Und zwar kriegst du... Fernschüsse. Was haben wir denn hier? Wo kriegst du denn einen Pfeil hoch? Ich krieg sogar 2 hoch. Stellungsspiel und Schuss. Aber das machen wir mal. Flügelspieler. Da haben wir jetzt hier unseren neuen Guedes.
Den nehmen wir natürlich mit rein. Also natürlich am Start. Durchsetzen schwer. Kriegt da Ausdauer, Ballkontrolle, Dribbling, Beweglichkeit. Nicht schlecht, aber vielleicht sollte man seinem Abschluss irgendwie arbeiten. Abschluss, Schusskraft. Fernschüsse ist eine interessante Sache. Vielleicht, weil da hat er ja schon viel. Ja, da sehen wir ja, upsala, da sehen wir auch schon. Fernschuss ist schon 72 und der ist ja auch Spezialist dafür. Aber vielleicht machen wir ihn trotzdem erstmal für... Stahlpässe, Übersicht, ja. Präzision. Perfekte Vorlage, Flanken und lange Pässe. Ja, machen wir das mal. Wir machen dich jetzt mal ein bisschen mehr. Zumindest bis wir da irgendwie so eine 60 bei Pässen auch erreicht haben. So, dann nehmen wir hier natürlich noch Hazard, machen wieder. Ja, du bist jetzt im Dribbeln, hat er eigentlich voll drauf, ne? Vielleicht machen wir dich mal hier ein bisschen besser. Schussgenauigkeit. Weil du noch mehr Tore schießt, die du eigentlich schon schießt. Warum mache ich. Na, egal. Und als nächsten nehmen wir noch. Nordfight hat sich ja erledigt, leider. Könnten einen Korb nehmen. Wir können einen Korb nehmen. Wir werden einen Korb nehmen. Wir werden ihn aber auch defensiv schulen. So, dann alle Übungen simulieren. 3, 2, 1, meins. Schön. Da haben wir gesehen, Abfang ein hochgegangen bei Korb. Und Stellungsspiel bei. Ich kann den Namen nicht aussprechen des alten Schweden. Warum heißt er jetzt einfach Schwede? Bei dem Schweden. Und ja, steht auch kurz vorm Level-Up zur, Level-Up in Anführungszeichen, zur 71. Nicht schlecht, können wir weitermachen. So, dann simulieren wir weiter. Transferangebot für Dominguez. Nee, mit dem plane ich. Hilft nichts, mit dem plane ich. Und Embolo akzeptiert. Dann willkommen in Gladbach. Super. Wieder jemand, wieder eine Option für rechtes Mittelfeld zum Beispiel. Daud, ne, Daud muss eigentlich bleiben. Ne? Ich brauche was für die Zentrale. Jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Ja, mein Linksverteidiger weg. Und vielleicht werden wir dich heute mal spielen lassen. Wir schauen, wir schauen. Absoluter Stürmer. 4 Sterne Skillmoves, angeschnittenen Schuss und Flair als Eigenschaften schon. Und das mit 18 Jahren. Was ist los bei dem? Stellungsspiel, Antritt, Beweglichkeit, Balance, Sprungkraft, Reaktion, Sprintgeschwindigkeit, Ausdauer, Stärke. Ist alles am Start bei dem Ball. Alles am Start. Ballkontrolle hat er. Er hat Dribbling, er hat Abschluss, er hat kurzen Pass, er hat Schusskraft. Also der ist einfach da. Wenn ich ihn brauche da in der Front, da wird er da sein. Weiß ich. Freue ich mich. Werden wir auch direkt mal ins Spiel integrieren. Und zwar für den Herrn Hahn. Ja, du darfst ein paar Pause machen. Hermann kriegt auch ein Päuschen. Für Traoré wird aber gewechselt in der Pause mit Sicherheit. Ja, so. Dann lassen wir das erstmal so. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Und zwar, der Schwede entwickelt sich ja eigentlich schon nicht schlecht. Vertragsdauer sortieren. Nordfeld hat auch noch ein Jahr. Da müssen wir auf jeden Fall mal machen. Bieten wir dem mal 2 Jahre für das Wunschgehalt an. Dich 3 Jahre bei 5000 mehr. Okay, machen wir auch. Heimeroth kann gehen. Kann auch leider gehen, kann gehen. Geht. Schade, aber geht. Kann ich nichts ändern. So. Manchester United verpflichtet Lacazette für 53 Millionen. In England liegt das Geld locker. Ja. Trotz allem beenden wir die erste Folge hier jetzt mal. Ich habe schon ziemlich lang wieder. Ich bin am Quatschen und am Quatschen. Ich merke gar nicht, wie lang die Folge wird. Ja. Nächstes Spiel wird gegen den FC Liverpool. Also, wenn es euch gefallen hat bislang, lasst ein Like da, ein Abo, wenn es euch gefällt, damit ihr nichts mehr verpasst von unseren Serien. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Bye, bye.